Hallo ihr Lieben, hier ist die Simone. Und heute möchte ich mal ein bisschen über das Clearing Statement sprechen, dieses Right, Wrong, Good, Bad, Pot, Pock, Online, Schultz, Boys and Yons. Und noch viel mehr im Vorfeld sagen wir immer, bist du bereit, das Zerstören und Umzukreieren? So was die Sache macht, ist einfach das Zerstören und Umkreieren, das klingt so hart. Und es wird auch empfohlen, dass man sämtliche Beziehungen zerstört und umkreiert. Und dabei geht es nicht darum, dass du die Beziehung zerstörst, sondern die ganzen Ansichten, die drauf sind, ja? So, wie viele von euch haben bestimmte Erwartungen an ihren Partnern? Und wir haben gestern einen Barskurs gehabt und da ist eben einer der Dinge auch so dieses, ja, was sind, wenn jemand sagt, ich liebe dich, was meint er damit, ja? Und wenn du zu jemandem sagst, ich liebe dich, was meinst du damit? Und manchmal lohnt es sich wirklich auch zu fragen, hey, welche Definition hast denn du auf ich liebe dich und was habe ich? Und dann mal abgleichen, meint ihr dasselbe, wenn ihr sagt, ich liebe dich? Genau, und was eben bei dem Zerstören und Umkreieren passiert ist, die ganzen Ladungen, die Ansichten, die auf einer Sache drauf sind, die werden aufgelöst. Nicht die Beziehung an sich, sondern einfach das, was du darüber denkst. So, alles, was das jetzt bei euch hochbringt, werdet ihr das zerstören und umkreieren. Danke. Right, wrong, good, bad, pot, pock, online, shorts, boys, and yons. Und das Clearing Statement selber ist eben, da wird eben geschaut, ich erkläre das immer so, ich erkläre nicht die einzelnen Worte, sondern einfach für mich ist es, bevor du wählst, diese Sache zu kreieren. An diesen Punkt geht man zurück. Für mich ist das nicht die Wurzel des Problems, sondern wirklich der Same, bevor er in die Erde fällt und daraus etwas entsteht. Diesen Same, der wird aus dem System rausgenommen und dann ist da nichts. Dann ist da wieder freier Raum, da ist da wieder Platz. Ja? Und das macht sowohl das Clearing Statement als auch die Access Bars. So, wenn du irgendwas in deinem Leben hast, wo du so das Gefühl hast, da verändert sich einfach nichts. Das ist wie in Stein gemeißelt. Dann spiel doch mal damit rum. So alles, was du dir da kreiert hast, alles, wo du da so unveränderbar siehst, alles das zerstören und kriege ich jetzt. Danke. Right, wrong, good, bad, pot, pock, online, shorts, boys and yons. Und dann schau mal, wie sich die Dinge für dich in deinem Leben verändern. So, ich habe auch eine andere Freundin, als ich dir das zum ersten Mal dieses right, wrong, good, bad, pot, pock, online, shorts, boys and yons gesagt habe, die sagte, das ist bei ihr reingefahren ins System und sie hat richtig gespürt, das verändert was, ja. So, und jetzt sind wir in der Zeit, wo wir uns wirklich diese Veränderung kreieren können. Es ist nichts mehr unveränderbar. Wir können alles verändern, wenn wir es wählen. So, ich freue mich auf euch. Bis bald. Hier war die Simone. Ciao, ciao.